So, ja, hallo zusammen. Das Thema ist diese Woche positive Erfahrung. Und ja, das ist ja an sich eigentlich ein schönes Thema, weil ja, ich finde halt, insbesondere wenn man eben trans ist, muss man halt sich immer wieder Dinge vor Augen halten, die auch gut sind oder sein können und versuchen nicht eben immer das Schlechte in den Vordergrund zu stellen, wenn es mal halt irgendwie nicht läuft mit irgendwelchen Gutachten oder keine Ahnung, Arzttermine oder was weiß ich, wenn man ungeduldig ist, sondern man muss sich versuchen vor Augen zu halten, dass es eben auch gute Dinge an der ganzen Sache gibt, die findet man immer. Ich glaube aber, dass es so im Nachhinein, wenn man mehr oder weniger fertig ist, leichter ist, diese positiven Dinge zu sehen und als solche zu bewerten. Ich glaube, das ist, wenn man mitten im Prozess ist, etwas schwierig, das so in dem Moment zu reflektieren. Aber auf jeden Fall, ja, positive Erfahrung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten, glaube ich, bei denen, die ich persönlich mit anderen Menschen gemacht habe. Und zwar einfach habe ich mich ja letztes Jahr halt zwei Leuten geoutet, die mich halt früher nicht kannten, also die ich in der Uni halt kennengelernt habe. Und das war halt eine sehr schöne Erfahrung, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich das halt diesen Leuten anvertraut habe, hat unsere Beziehung nochmal auf ein neues Level gehoben, die Freundschaft vertieft zu diesen Leuten, und ich habe halt das Gefühl, dass ich bei denen halt ganz ich selbst sein kann und vertraue diesen Leuten eben jetzt auch mehr. Und ja, es ist halt einfach dann schön zu sehen, dass Leute einen so annehmen können, wie man ist, und man dann wirklich halt mit diesen Leuten über alles reden kann halt. Das zu wissen, das ist halt schon, ja, das bringt einen dann auch irgendwie näher, finde ich, wenn man halt sich so öffnet anderen Menschen gegenüber. Die merken das ja auch, dass sich dann was verändert, weil man eben ihnen dieses Vertrauen entgegenbringt und das denen eben erzählt. Das ist halt eine schöne Erfahrung, und gerade mit der einen Person habe ich halt auch viel zu tun, und ich habe das schon mal gesagt, aber das gibt dann auch immer wieder mal Situationen, wo es halt schon witzig ist, weil sie und ich halt Bescheid wissen und andere nicht. Und wenn dann irgendwie in so ein Thema kommt wie, was weiß ich, Kinder kriegen oder so, ja, dann haben wir halt so unsere Insider-Witze irgendwie. Und das sind dann halt manchmal ganz witzige Situationen, wo man sich dann denjenigen irgendwie verbunden fühlt, weil dieser Mensch einfach mehr weiß. Und ich weiß nicht, ich finde das Gefühl eigentlich so ganz schön, quasi so ein Geheimnis hat zusammen vor anderen quasi. Und ja, das finde ich halt auch positiv, weil man muss auch manchmal über solche Sachen irgendwie so ein bisschen lachen können oder ein bisschen Spaß daran finden. Ja, ansonsten positiv ist für mich eben auch, dass ich durch den ganzen Prozess auf jeden Fall gelernt habe, mehr Geduld zu haben und halt viel über mich selbst gelernt habe, dass ich halt stärker bin oder sein kann, als ich immer gedacht habe, oder ja, ich habe nie gedacht, dass ich eine starke Persönlichkeit wäre oder dass ich mich jemals irgendwie freiwillig mehr oder weniger auf einen OP-Tisch lege, aber das habe ich gemacht, weil ich es im Prinzip machen musste. Und ja, diese eine Person, bei der ich das erzählt hatte, meinte dann auch noch, boah, du warst schon ganz schön viel durch, und dass du diese Kraft dazu hast, das quasi nur nebenher, neben dem Studium zu machen, finde ich echt bemerkenswert. Und dann habe ich mal so darüber nachgedacht und dachte so, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich mache das schon ganz gut eigentlich. Und sowas, ja, finde ich halt auch positiv, dass man das dadurch lernt, über sich selber so ein bisschen.
über sich selber vielleicht auch ein bisschen hinauswächst, weil es ist halt doch schon ein anstrengender Weg. Man muss sich ja nicht nur mit Behörden rumschlagen, auch eben Freunde, Verwandte, Familie, das komplette Leben verändert sich. Es kann einem halt auch Angst machen, aber dann halt zu sehen, dass man diese Angst überwinden kann, ist halt schon ziemlich positiv. Und des Weiteren glaube ich, dass ich dadurch offener geworden bin für generell was vielleicht ja, andere Arten zu leben angeht. Ich finde, man kriegt so einen viel weiteren Blick für die Vielfalt des menschlichen Miteinanders, des menschlichen Lebens, Lebensform überhaupt, dass ich so bin. Hat mich schon so ein bisschen dahingehend geöffnet, dass ich mich eben auch mehr mit sowas auseinandersetze, halt auch im Studium so. Das finde ich halt positiv, weil ich nochmal einen ganz anderen Blick darauf haben kann als jemand, der nicht so ist wie ich. Und ja, man kann das eben auch nutzen und dahingehend vielleicht was in der Gesellschaft zu verbessern oder zu verändern. Und ja, für mich ist eben positiv, dass ich mich dadurch mehr mit dieser ganzen Gender-Thematik und so auseinandersetze, nicht nur privat, sondern auch so ein bisschen halt im Studium. Und das macht mir schon Spaß und auch generell so, was Sexualität angeht. Ich weiß nicht, ich bin viel offener geworden, was halt, was das Verständnis für gewisse Dinge angeht, halt, die man vielleicht erstmal als ja, abweichend betrachten würde. Sowas wie halt Polyamorie oder die Sexualität, wo man halt auch immer so Vorurteile im Kopf hat. Und ich habe einfach jetzt mittlerweile eine andere Herangehensweise, wenn ich mit solchen Dingen konfrontiert werde. Das liegt nur, nicht nur an dem ganzen Trans-Dasein, sondern auch daran, dass ich Philosophie studiere. Das hat mich auch beeinflusst dahingehend. Aber doch, vor allem ist es eben auch, dass man ja selber so einer Minderheit angehört. Deswegen setzt man sich auch irgendwie doch mehr für andere Minderheiten ein und kann das mehr nachvollziehen und hat ein anderes Verständnis dafür, was, glaube ich, vielen anderen Leuten doch meist fehlt. Das finde ich schon positiv, weil es eben auch dazu beiträgt, dass man als Persönlichkeit reift und wächst und ja, vielleicht auch mal irgendwas bewegen kann, irgendwas Positives. Ansonsten positive Erlebnisse, also jetzt so direkt, weiß ich nicht, kann ich schwer sagen. Also eben das, wenn man halt so im persönlichen Miteinander mit Menschen gibt es ab und zu eben positive Erlebnisse und ja. Und ich würde auch sagen, es hat mich irgendwie mehr mit meinen Eltern zusammengebracht. Wir hatten früher auch unsere Differenzen, weil sie nicht wussten, was mit mir los war und ich auch nicht. Und generell hat es mich einfach mit meiner ganzen Familie, finde ich, mehr zusammengebracht, aber eben vor allem mit meinen Eltern, weil ich ja auch Einzelkind bin. Und ja, das finde ich definitiv positiv und die sagen auch ab und zu, dass sie auch sehr stolz auf mich sind. Und meine Mutter meint auch immer, ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden, also im positiven Sinne und viel selbstbewusster und natürlich hat man das halt auch gerne mal von außen und weil ich mich selber einfach auch zu selten wirklich so sehe oder mich immer noch nicht wirklich so annehmen kann. Dann. Aber das ist besser geworden. Das ist eben auch eine der Sachen. Aber ja, ich meine, das ist eigentlich eher nachvollziehbar, dass das ganze Körpergefühl, das ganze Ich-Sein, das ganze Selbstbewusstsein sich zum Positiven verändert hat. Das geht mit einher, wenn man diesen Weg geht, weil man geht ihn ja deswegen, um sich wohler zu fühlen. Und, klar, das ist auf jeden Fall positiv. Und, ich bin einfach, wie gesagt, offener geworden, auch gegenüber neuen Dingen, neuen Erfahrungen, spontaner geworden, mutiger geworden. Mache auch mal Dinge, die ich mir früher vielleicht nicht zugetraut hätte. Das ist auf jeden Fall auch positiv. Und ja.
glaube, das war so im Großen und Ganzen das, was mir jetzt gerade einfällt. Aber diese Dinge sind auf jeden Fall Dinge, die ich als positiv bewerten würde. Und, wie gesagt, ein ganz großer Teil kommt einfach irgendwie aus einem selber. Es macht einen stärker, wenn man das macht, diesen Weg geht und man wächst daran. Man wird vielleicht auch schneller erwachsen oder hat so eine Reife, die eben andere Menschen in unserem Alter nicht zwingend haben. Andere Menschen erleben auch Dinge, aber das mal abgesehen also wenn man uns, unseren Standard normalen Menschen nimmt, dann haben wir in unserer Entwicklung ja schon, glaube ich, vielleicht einen anderen, ja, einen Schritt in eine Richtung gemacht, die man so, glaube ich, nicht erreicht und wo man einfach so eine gewisse Reife doch erlangt. Das kann eben halt auch was Positives sein. Oder ist es eigentlich generell, finde ich. Ja, und halt, was die positiven Erfahrungen angeht, gibt es natürlich eben halt auch welche mit anderen Menschen, aber es sind halt vor allem Freunde oder Verwandte und manchmal auch Fremde oder Ärzte, wo man halt positive Erfahrungen macht. Das gibt es durchaus auch, ja. Also die meisten Leute, die ich eben auf meinem Weg gekreuzt habe, sozusagen, was Gutachter angeht und Ärzte, waren schon schwer in Ordnung und offensichtlich auch daran interessiert, uns quasi zu helfen. Das finde ich halt auch sehr schön, dass man eben weiß, es gibt Leute, die daran interessiert sind, den Weg vielleicht auch für uns noch zu vereinfachen, sag ich mal, und gegen Diskriminierung und was weiß ich alles versuchen anzukämpfen. Dieses Gefühl zu haben, dass man halt nicht alleine ist damit, das ist eben auch positiv. Es kann halt auch Verbindung schaffen, daraus können auch viele Freundschaften entstehen. Also ich habe auch ein paar Freunde, die ich halt kenne, weil uns das verbindet und das ist halt auch eine schöne Sache. Okay, ja, ich glaube, das war's soweit. Also, es ist nicht alles schlecht. Ja gut, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Montag.